Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite Seebestattung 1 oder so. Wollen noch mal sehen, ja. Haushaltswaren. Seid mir hoffentlich gut durch die Feiertage gekommen. Und ja, frohes neues Jahr noch. Das ist mein erster Rekord im neuen Jahr. Sally! Papa hat große Pläne mit dir. Ja, habe ich direkt meine Munition wieder verbraten hier. Ich muss mal meinen Mauspad, was ich hier gerade habe, wegschmeißen. Das taugt irgendwie nichts mit meiner Maus. Sally, komm da raus! Ich sehe sie nicht. Was wird das? Das ist ein Plan des Lüftungssystems. Schächte wie diesen gibt es auch bei den Elektroartikeln, im Bistro, beim Umtausch, bei den Büchern und bei den Haushaltsgeräten. Und? Wenn sie dort drin ist, gibt es für sie lediglich 6 Fluchtwege. Und jetzt nur noch 5. Alle Luftschächte sind mit der Zentralheizung verbunden. Wenn wir sie dicht machen und die Heizung hochdrehen, muss sie das zentrale Abluftrohr nehmen. Nur dort geht's raus. Wollen Sie sie lebendig rösten? Nein, wir heizen nur ein und treiben sie raus. Auf gar keinen Fall. Entweder wir finden sie oder einer der Splicer kriegt sie. Na schön. Wo sind die anderen Schächte? Da vorne. Wie war das noch mit dem Weg anzeigen, Ende, ne? Nicht auf mich richten, das Ding. Nee. Ja, dann verkrümel dich doch. Rotflinte, nett. Jetzt ist meine andere Plempe hier aber weg, ne? Der ist ein bisschen blöd. Oh, haben wir wohl alles durchgelootet hier? Ja, fast. Achso, den Apfel kann man nicht da rausnehmen. Ja. Und denn? Kommt man nicht drum rum hier? Kannst du dir das mal ansehen? Das einzige Lockpick, was wir haben, zu nutzen. Erledigt. Tja. Ja, du gehst so in Deckung. Gegner ist am Start, ja. Du wirst deinen alten Onkel doch nicht enttäuschen, oder? 2. Ich hab wieder diese Munitionsknappheit hier. Ein Luftschacht. Das ging erstmal easy, ja. Ja, ich würde da ganz gerne hin, weil
für Zeug ist. Gucken, wie ich das lösen kann hier. Das ging mir jetzt auf jeden Fall erstmal aufs Schild, ne? Haben wir erstmal ein Audio. Der Ofen der Zukunft. Dass ich nicht lache. Der Junge hat gestern Abend diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln. Ein toller Zeitvertreib. Bis er aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh, ich darf die Kombination nicht vergessen. 3, 9, 5, 8. 3, 9, 5, 8. Wofür auch immer. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigt, rebelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Denk an deine Nächsten. Das ist die Stadt, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Ist der Hand kein Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Natürlich hat er Freunde, aber ich stehe... Gnadenlos wird hier aufgeräumt. Ito und der Warnung. Ich wollte gerade sagen. Ja, Munition für Karabiner habe ich noch leider nicht mehr. Ich habe nur noch dieses Maschinenklempel hier. Das ist blöd gelaufen. Geht hier wieder ein bisschen mehr Nahkampf-Action erstmal, weil sonst komme ich wohl nicht vorwärts. Ja, schön gut. Oh no. Ja, es ist eigentlich nur der Munitionsmangel, ne? Ich bin hier jetzt gerade nicht schnell genug mit dem Nahkampfzeug. Und dann hast du die A-Karte. Ja gut, ich bin nicht immer so selbstbewusst, wie es scheint. Ich wollte keinen Unfug. Aber ich glaube, das merkt man nicht. Versuch Nachschub zu liefern. Aber so kommt man ja irgendwie auch weiter, weil man stirbt nicht so richtig irgendwie, ne? Das ist schon die ganze Zeit im Spiel so. Bin, glaube ich, aber trotzdem ganz gut durchgekommen, ohne dass ich großartig am Sterben bin und so. Was ist das da drin? Eine Mikrowelle. Ich habe nie kapiert, ob das Ding erfunden wurde, um Truthähne zu braten oder Splicer. Die verdammte Tür hat ein Zahlenschloss. Ohne die Kombination kommen wir da nicht rein. Ja, wie war das noch? Ups. Drei, vier und gleich dann da drin. Wenn du für eine Metamorphose nicht bereit bist, dann verschwinde. Da ist noch 3, 4, 9, 2 war es nicht. Nee. Nietzsche.
Der Ofen der Zukunft, dass ich nicht lache. Der Junge hat gestern Abend diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln, ein toller Zeitvertreib. Bis er aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh, ich darf die Kombination nicht vergessen. 3, 9, 5, 8. Mikrowelle. Ja, ist klar. Das ist mal. Ja, aber eine Waffe mit ordentlich Munition hier, oder? Naja, na gut. Ich konnte nur an eines denken. In jedem Speicheltröpfchen sind Millionen von Bakterien. Hat er sich die Zähne geputzt? Was, wenn er einen Türgriff angefasst und danach seine Lippen berührt hat? Wochenlang habe ich diesem Kurs entgegengefiebert. Alles ruiniert. Würde ich sagen, schließ doch mal diesen Luftschacht hier. Das war der zweite. Wohin jetzt? Tja, irgendwohin weiter, ne? Holt mich hier raus, oder wie? Ja. Irgendwohin, wo noch mehr Gegner wieder sind, ne? Hier gibt's Munition. Ich hab die Schrotflinte dabei. Dann gib mir bitte Schrotflinten-Munition. Wieso kann ich davon nur so wenig haben? Von 8 von 8. Das ist echt ein bisschen wenig, ne? Brauchen wir hier sowas wie einen Rucksack, wie bei du? Den haben sie aber richtig zerrissen mit dem Ding, wa? Ja, Halleluja. Wie soll ich denn hier hinkommen? Irgendwas muss doch hier den Strom an- und ausschalten, oder? Wir müssen die Luftschächte schließen. Kann ja hoch. Da. Wofür ist das gut? Kampftechnisch wahrscheinlich. Wie kann ich denn dahin? Ja, pritzel mal. Da komme ich auch nicht durch. Geh mal aus dem Weg. Ey, jetzt steht ihr mir wieder im Weg, ne? Achso. Digga, spring da hoch. Irgendwas muss man da ja machen können, ne? Ja.
Danken Sie mir nicht. Gehen Sie das nächste Mal lieber. Munition offenbar. Sehe ich das richtig? Gegner, die im Wasser stehen. Versetze Gegner, die im Wasser stehen, mit Chop-Chop hier einen Stromschlag. Ja, aber wie kriege ich hier den Saft mal abgeschaltet, dass ich mir das Zeug da holen kann? Kann ich mir da irgendwas hinschmeißen? Eher nicht, ne? Ja, wohl nicht. Wie sieht der Luftschacht? Ach, hier ist noch einer. Ja, dann mach den mal zu. Die Hälfte haben wir. Jetzt wohl erstmal auf jeden Fall hier oben weiter. Verkaufsautomat. Und nichts von dem, was ich gerne hätte. Ja. Wer hat den jetzt angestupst? Will natürlich wieder niemand gewesen sein, ne? Bitte sehr. Du hast mir alles genommen. Kochen und servieren. Ja, danke für die Errungenschaft. Sag ich mal. Was soll da nicht rein? Was noch Schlimmeres als die. Und was kann das sein? Das werden Sie dann schon merken. He's inside. Leise, er ist hier drin oder so ungefähr, ne? Wir brauchen noch ein Lockpick. Und da wir genug dabei haben, nutzen wir das auch direkt. Na komm, mach auf die Bude. Ist das nicht geschafft? Das Essen, die Band. Sogar deine Eltern benehmen sich. Findest du wirklich? Ich habe auch eisern gefastet, um in dieses Kleid zu passen. Ach, ich wollte nur für dich schön sein. Wir sind hier nicht. Ich weiß nicht, war sie gefährlich oder einfach nur wahnsinnig? Nächstes Mal frage ich vorher. Das so gelohnt hat, ja. Wir sind auf jeden Fall wieder Gegner am Start und hört sie. Oh, Audiolog. Warum kann Franklin nicht einfach still ein Buch lesen, wie ich es in seinem Alter auch getan habe? Sein Leichtsinn wird uns noch zum Verhängnis werden. Dr. Wortham hat mir ein Plasmid verschrieben. Einen kleinen Muntermacher für Mütter, damit ich wachsam bleibe. Ich war skeptisch. Aber wenn ich ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, rennt der Junge in sein Verderben. Kugeln verursachen mit 50% Wahrscheinlichkeit Feuer, Elektro oder Eisschaden.
Nehme ich erstmal einfach nur. Ja, wir nicht so viel versprechen. Aber wir haben einen Gegner auf jeden Fall der Musik noch. Was hast du diesmal angestellt? Elizabeth! Ich kann mir eine Pistole da gar nicht schnappen, ne? Money herum? Wäre ja eigentlich ganz cool, ne? Ja gut, das letzte machen. Doch. Ach so geht das. Er kann doch mehr tragen, als ich dachte. Na dann. Knacken nicht möglich. Ja, mir fehlt ein Lockpick, ne? Genau eines. Beobachtung Nummer 17 zu unbekanntem Phänomen. Das Phänomen tritt als seltsames Flimmern auf. Und dadurch sieht man, ja, was? Männer mit seltsamen Hüten, Frauen in weiten Kleidern, schwebende Gebäude. Ist das Phänomen ein Fenster in eine andere Dimension, eine andere Zeit? Wie sagte Einstein, Zeit gibt es nur, damit nicht alles gleichzeitig passiert. Ja, macht ja auch Sinn. Hier gibt's Gegner. Ah, das ist derselbe Eingang, okay. Das macht's mir orientierungstechnisch einfacher hier. Zur Hölle heißt ja sorry. Na dann. Hier. Nächster. Ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite, Seebestattung 1.